Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Im heutigen Video gebe ich euch mal 10 Tipps oder Lifehacks fürs alleine Wohnen. Ich weiß, dass viele von euch jetzt sicherlich bald ihr Studium anfangen oder vielleicht auch schon ihre Ausbildung angefangen haben und deswegen dann eben umziehen mussten und vielleicht auch alleine in der Wohnung jetzt wohnen oder bald umziehen werden. Und ich habe jetzt so ein paar Dinge mir ausgedacht, wo ich so überlegt habe, okay, was hättest du damals gerne gewusst oder wo hast du Fehler gemacht und welche Fehler wären dir vielleicht nicht passiert, wenn du diese Dinge gewusst hättest. Und meine Top 10 Dinge werde ich euch jetzt in diesem Video präsentieren. Wie immer könnt ihr natürlich auch weitere Ideen gerne in die Kommentare schreiben, falls ich irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen einfach mal direkt los. Tipp Nummer 1, erstellt euch einen Mealplan, also einen Essensplan, bevor ihr einkaufen geht. Wirklich Leute, das ist so, so hilfreich. Ich habe damals, als ich hier eingezogen bin, bin ich zum nächsten Supermarkt gegangen und habe einfach mir irgendwas gekauft, wo ich gerade Lust drauf hatte und wo ich dachte so, ach, das isst du schon irgendwann in der nächsten Zeit. Und dann ist Folgendes passiert, ich bin dann halt auch ganz oft so außerhalb essen gewesen, hatte Freunde getroffen und mir ist das ganze Zeug vergammelt. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen erstellt euch einfach am Anfang der Woche einen Plan oder bevor ihr halt einkaufen geht, erstellt euch einen Plan, was will ich an jedem Tag früh, mittags und abends essen und berücksichtigt dabei auch Tage, wo ihr vielleicht nicht zu Hause esst, wo ihr entweder in der Uni esst oder euch mit Freunden trefft und dann dort esst. Und dann macht ihr euch eine Liste mit allen Zutaten, die ihr jeweils dafür braucht und dann geht ihr erst einkaufen. Dann passiert euch das nämlich nicht, dass ihr viel zu viel kauft oder irgendwie Zeug kauft, was ihr dann gar nicht irgendwie alles essen könnt in der Zeit, bevor es schlecht wird. Das hat mir echt so geholfen. Also seitdem ich vor meinen Einkäufen diese Mealplans mache, muss ich kaum noch Zeug wegschmeißen, weil es irgendwie verschimmelt ist oder so. Und außerdem der zweite Pluspunkt daran ist, dass ihr auch mehr oder weniger gezwungen seid, dann wirklich euch gesund zu ernähren bzw. das zu essen, was ihr im Kühlschrank habt. Was mir dann nämlich auch manchmal passiert ist, dass ich dann einfach öfter mal gesagt habe, naja, ich habe jetzt sowieso nichts im Kühlschrank, da gehe ich doch einfach mal zum nächsten Dönerstand und hole mir dort einen Döner oder bestelle mir irgendwelches Essen oder so, was natürlich auch erstens nicht so gesund ist und zweitens mega viel Geld kostet, wenn man das auf Dauer macht. Also ich war wirklich mal an so einem Punkt, da haben Robin und ich bestimmt in der Woche so zweimal Essen bestellt und das ist ja schon auf Dauer ist das echt teuer geworden, muss ich sagen. Deswegen der Mealplan. Tipp Nummer 2, besonders wenn ihr nicht so viel Geld zur Verfügung habt, ist es sehr sinnvoll, einen Einnahmen- und Ausgabenplan zu machen. Ich habe da zum Beispiel einen auf Planaholic mal erstellt. Den Link dazu setze ich euch mal in die Infobox. Der sieht so hier aus. Also ihr könnt dann halt hinschreiben, wann ihr was ausgegeben habt, wo und für was. Und was es gekostet hat natürlich. Und dann könnt ihr auch hier oben euch so einen kleinen Betrag hinsetzen, den ihr sparen wollt. Und hier eine Wunschliste, auf was ihr vielleicht sparen wollt. Und hier unten könnt ihr dann noch so die Kreise in verschiedenen Farben ausmalen. Zum Beispiel für Fixkosten, Essen, Kleidung, Freizeit oder was ihr da auch noch immer hinschreiben wollt. Und dann könnt ihr die Zeilen quasi so markieren. Und so seht ihr am Ende des Monats dann zum Beispiel, für was ihr am meisten Geld ausgegeben habt. Bei mir wäre das eindeutig wahrscheinlich immer Essen. Ich gebe echt viel Geld für Essen aus. Und so habt ihr dann am Ende des Monats auch mal einen Blick, okay, wo könnte ich vielleicht Kosten einsparen? Ich glaube, es ist generell sehr sinnvoll, als Student oder Studentin seine Einnahmen und Ausgaben so im Blick zu haben. Nicht, dass dann irgendwann mal die Ausgaben größer sind als die Einnahmen. Tipp Nummer 3 ist so ein bisschen unscheinbar, muss ich sagen, aber er hat mir wirklich viel Sucherei gespart. Und zwar steckt euren Schlüssel, wenn ihr in eurer Wohnung seid, von innen in das Schlüsselloch. Ohne Mist, ich habe manchmal so viel Zeit vergeudet und manchmal auch Busse verpasst, weil ich meinen verdammten Schlüssel in meiner ganzen Wohnung, auch wenn die nicht groß ist, gesucht habe und ich wusste, wo ich ihn hingelegt habe. Ich kann ja nicht meine Wohnung verlassen, ohne meinen Schlüssel dabei zu haben. Und seitdem ich den einfach von innen in das Schlüsselloch stecke, weiß ich immer, wo er ist und ich kann den dann auch direkt abziehen, wenn ich rausgehe und zuschließen und fertig ist es. Also das war echt ein Struggle. Ich weiß gar nicht, warum mir das nicht eher eingefallen ist. Ich glaube, Robin hat mir das auch mal gesagt. So, steck den doch einfach mal in dein Schlüsselloch. Okay, habe ich dann gemacht und seitdem suche ich nie wieder meinen Schlüssel. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber als ich hier neu in die Wohnung eingezogen bin, bin ich immer mega paranoid gewesen, wenn ich irgendwie weg war, zum Beispiel mich dann mit Freunden getroffen habe, habe ich dann immer so überlegt, hast du den Herd ausgemacht und hast du die Heizung ausgemacht, hast du das Fenster zugemacht? Und dann habe ich mir mal überlegt, dass ich mir doch einfach so eine Checkliste neben die Tür machen kann, also so quasi von innen an die Tür ran, wo ich dann gucken kann, okay, Heizung aus, Herdplatte aus, Fenster sind zu, Licht ist aus und vielleicht noch Portemonnaie habe ich mit, also mein Geld und mein Studentenausweis für die öffentlichen Verkehrsmittel, weil es ist ja quasi auch dein Ticket dann.
Und dann habe ich mir immer mental überlegt, okay, habe ich das alles? Und dann bin ich erst rausgegangen. Und dann passiert dir das nämlich nicht nochmal, dass du irgendwie so zwischendurch denkst, oh Mist, habe ich das jetzt alles ausgemacht? Ist die Herdplatte aus? Nicht, dass meine Wohnung abbrennt oder so. Ich weiß nicht, ob nur ich so paranoid bin, aber wahrscheinlich nicht. Also falls es euch auch so geht, macht euch einfach so eine Checkliste an die Tür. Und dann habt ihr das Problem nicht mehr. Tipp Nummer 5, besorgt euch reißfeste Müllbeutel. Ich habe letztens diesen Jodel auf Instagram gelesen, ich fand es total witzig. Wenn die Müllbeutel noch dünner wären, könnten sie bald gefühlsecht draufschreiben. Und ich muss sagen, es stimmt halt wirklich. Also ich hatte mindestens die ersten 3-4 Monate, in denen ich hier gewohnt habe, solche dünnen Müllbeutel gehabt, also solche normalen eben. Und es ist mir jedes verdammte Mal passiert, gerade so beim Biomüll, dass irgendwas einfach zu flüssig war, vielleicht so Kaffeesatz oder irgendwie Eierschalen waren ja so ein bisschen scharfkantig und haben da vielleicht so einen kleinen Riss reingemacht in den Müllsack. Und dann hatte ich immer so eine Brühe in meinem Mülleimer drin, die ich natürlich dann erstmal sauber machen musste. Und den Müllbeutel musste ich dann mit einem zweiten Müllbeutel überstülpen, damit ich nicht durch das ganze Haus tropfe, wenn ich den rausbringe. Und dann irgendwann bin ich mal auf die Idee gekommen, Mensch, es gibt doch auch reißfeste Müllbeutel, die natürlich dann ein bisschen dicker sind. Aber es macht ja keinen Unterschied, ob du nur einmal einen dicken Müllbeutel hast oder sowieso jedes Mal deinen Müllbeutel mit dem anderen Müllbeutel einhausen musst, weil er irgendwie gerissen ist. Und ja, seitdem verwende ich nur noch die und ich muss sagen, mir ist keiner der reißfesten Müllbeutel gerissen und ich hatte eine Sorge weniger in meinem Leben. Mein nächster Tipp ist so eine Art Lifehack und zwar bügele ich hier, wenn ich was bügele, eigentlich nicht mit meinem Bügelbrett, auch wenn ich so ein kleines habe. Aber ich finde, das funktioniert nicht so richtig, sondern ich stülpe meine Klamotten ganz gerne über ein Kissen. Also quasi gerade, wenn ich so T-Shirts habe, dann funktioniert das ganz gut. Stülpe ich die über ein Kissen, dann sind die so ein bisschen gespannt und dann kannst du da einfach drüber bügeln. Und du brauchst kein Bügelbrett, was vielleicht auch zu viel Platz wegnimmt und ja, funktioniert super. Mir ist das eigentlich, dieser Lifehack ist mir im Urlaub in den Sinn gekommen, also Not macht erfinderisch, sage ich immer nur. Ich hatte halt ein Kleid in der Türkei war das, was unbedingt gebügelt werden musste, aber ich hatte ja kein Bügelbrett dort mit und dann dachte ich so, ach, du stülpst es mal einfach über ein Kissen und es hat viel, viel besser funktioniert als mit meinem kleinen Bügelbrett. Deswegen dachte ich, ich teile diesen tollen Lifehack mal mit euch. Tipp Nummer 7 ist mein berühmter Matratzen-Lifehack und zwar, wenn ihr so eine kleine Wohnung habt wie ich, wo halt wirklich auf gar keinen Fall irgendwie ein großes Bett reinpasst, weil sonst wäre einfach der ganze Raum zugestellt, dann besorgt euch einfach 2 Matratzen und legt die übereinander. Wenn ihr alleine da seid, wenn ihr Besuch habt, legt die beiden Matratzen nebeneinander und schon habt ihr so eine Art Doppelbett. Das ist natürlich jetzt keine Lösung für immer und ewig, ne? Aber ich finde es schon relativ praktisch, weil ich habe ja wirklich monatelang oder bestimmt ein halbes Jahr lang, als Robin hier da war, haben wir auf dem kleinen Bett geschlafen, was ich gehabt habe. Und ich muss sagen, dass das mega auf Dauer einfach mega unbequem war. Und seitdem wir jetzt die 2 Matratzen haben, funktioniert das alles super und ich kann die einfach nebeneinander legen. Klar, man muss die dann immer mal so ein bisschen auslüften lassen, damit es halt von unten nicht irgendwie schimmelt oder so, weil man schwitzt ja auch und dann wird das so ein bisschen feucht. Aber funktioniert super, kann ich nur jedem empfehlen, der auch so eine kleine Wohnung hat, aber immer mal Besuch kriegt. Mein nächster Lifehack dürfte jetzt erstmal nicht mehr so viel Verwendung finden, aber wenn es dann wieder Richtung Sommer geht, könnt ihr das mal ausprobieren. Und zwar habe ich ja 2 so große Balkonfenster und normales Fenster. Und in den Balkonfenstern kann ich ja keine Fliegengitter reinmachen. Also ich könnte natürlich so ein Netz davor machen, was man so zuziehen kann, aber das war es mir jetzt auch nicht wert. Und da habe ich mir überlegt, du könntest ja mal versuchen, irgendwie von außen dran so Insektenschutzmittel an die Scheibe zu sprühen, also an den Rahmen so ein bisschen oder an die Scheibe. Vielleicht bleiben mir dann die Plagegeister mal draußen und ich muss sagen, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Ich hatte seitdem keine einzige Fliege mehr in meiner Wohnung drin. Und ich bin sehr erleichtert, weil ihr kennt das ja, die Fliegen fliegen rein und dann fliegen die erstmal gegen jeden Gegenstand in deiner Wohnung und finden aber irgendwie den Ausgang nicht mehr. Ja, jetzt habe ich das Problem nicht mehr. Könnt ihr auch mal ausprobieren und mal sagen, ob es auch bei euch funktioniert oder ob das einfach nur Zufall war. Aber ich denke mal nicht, weil vorher hatte ich echt viele Fliegen in meiner Wohnung. Tipp Nummer 8, solche Haushaltsgadgets, sprich Wasserkocher, Toaster oder auch Küchenutensilien, zum Beispiel Pfannenwender, Kelle, Quirl und Pfannen, Töpfe und so weiter, kriegt ihr alles mega günstig bei Amazon. Ich habe da ungefähr alle meine Küchenutensilien her und ich muss sagen, die haben dort meistens die Hälfte von dem Preis gekostet, die, wo man sie zum Beispiel bei Saturn finden würde. Also zum Beispiel mein Wasserkocher hat, glaube ich, 15 Euro gekostet und den günstigsten Wasserkocher, den ich bei Saturn gefunden habe, hat 30 Euro gekostet. Und so war es ungefähr mit allen Utensilien. Deswegen schaut auf jeden Fall mal da. Und wo ihr auch richtig günstig so Haushaltsgeräte herbekommt, ist Woolworth oder Teddy. Also ich meine jetzt sowas wie Kehrschaufel und Besen, irgendwelche Lappen oder irgendwelche Badewannenbürsten oder sowas. Also das ist da meistens relativ günstig.
Und mein letzter Tipp ist Deko, die man ja immer gerne hat in der Wohnung, aber wo man nicht unbedingt ein Vermögen ausgeben will. Aber wenn man zum Beispiel mal zu Depot geht, dann müsste man da ein Vermögen dafür ausgeben, wenn man dort alles kaufen wollen würde. Deswegen mein Tipp, kauft keine Deko bei Depot, sondern geht lieber zu Teddy, zu Nanunana, zu Primark oder zu Woolworth. Also da habe ich ungefähr alle meine Deko her. Ich habe da zum Beispiel meine ganze hier Nachttischdeko her. Ich habe mein Kissen von Primark. Ich habe die Deko da oben. Das ist auch alles Primark und Woolworth, glaube ich, auch. Und man sieht es einfach nicht. Also klar, man kann natürlich nicht alles so holen, weil manche Sachen sehen echt so ein bisschen trashig aus. Aber bei vielen Sachen, wenn man wirklich ein bisschen genauer stöbert, sieht man es halt am Ende nicht, ob die jetzt von Depot kommen oder von Primark oder von Nanunana. Deswegen ja, sind das jetzt noch meine zwei letzten Tipps gewesen, wo man günstig verschiedene Sachen für die Wohnung bekommt, weil mich das auch immer wieder Leute fragen. Genau, das war's für dieses Video. Ich hoffe, das war hilfreich für alle Leute, die jetzt neu in eine Wohnung gezogen sind. Und falls ihr so ein bisschen struggelt mit Heimweh oder einfach Einsamkeit, dann kann ich euch mal noch ein anderes Video von mir in der Infobox verlinken. Das habe ich letztes Jahr gedreht und da spreche ich auch noch so ein bisschen darüber oder wie ich geschafft habe, das so ein bisschen zu verdrängen oder zu bekämpfen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!